Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um einen Mount, das wir hier in Sailor Mortis aus einer Kiste looten können. Und zwar habe ich da mit meinem Hunter hier schon ein bisschen Glück gehabt. Wir haben hier einmal den Schwanz der Spektralschlundratte. Und dieses Mount können wir aus einer Kiste bekommen, und zwar schlundgebundene Vorratskiste. Das hat eine relativ beschissene Chance auf WoW. Hätte es, glaube ich, ein Ticken unter 1%. Ich vermute mal, um die 1% ist die Dropchance auf WoW Hatch, glaube ich, 0,8%. Ich habe auch etwa 100 Kisten damit aufgemacht. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie die Kisten aussehen, beziehungsweise wo man die holen kann. Ihr seht, hier haben wir schon mal eine schlundgebundene Vorratskiste. Und die befindet sich hier gerade hinter mir. Wir sind hier einmal auf den Koordinaten 59, 31. Nicht nur dort gibt es sie, sondern eigentlich im relativ großen Bereich, überall, wo quasi diese Schlundeinheiten sind. Und dementsprechend hier der Sand ist. Also hier in dem Bereich gibt es die. Ich habe das auf WoW Head auch einmal rausgesucht. Ihr seht, hier sind die Koordinaten. Also hier oben sind zwei Dinger. Dann hier, wo ich jetzt gerade mich befinde, sind einige Spots. Hier gibt es auch noch ein paar. Hier unten hat man ein paar und hier sind nochmal zwei Spots. Die Dinger sind eigentlich relativ regelmäßig da. Manchmal sind auch mehrere gleichzeitig am Start. Einfach immer, wenn ihr vorbeikommt, die aufmachen. Oder ihr stellt euch an einen Spot hin und Serverhoppt halt. Sprich, ihr geht halt dann einfach ins Tool rein und schaut bei Benutzer definiert, hoppt über irgendwelche Gruppen, ne, wo ihr wisst, okay, der Rare ist hier in dem Gebiet, dann könnt ihr auch dementsprechend auf verschiedenen Servern immer wieder gucken, ob die Kiste da ist. Das ist nicht eine Geschichte, wo ihr nur einmal am Tag looten könnt, sondern ihr könnt theoretisch 100 Kisten am Tag aufmachen und sie dann einmal rausziehen. Wir machen jetzt einmal die Kiste auf, mal schauen, ob es nochmal drin ist. Natürlich nicht in dem Fall. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Mount noch an. Und zwar haben wir es hier einmal... Sobald wir es gelernt haben, heißt es dann ein bisschen anders. Und zwar Kolossale. Genau, da haben wir sie, die Schlundratte. So, davon gibt es übrigens verschiedene Arten von Schlundratten mit verschiedenen Farbabweichungen. Der hat jetzt hier so ein bisschen blau-türkise Augen. Da gibt es, glaube ich, noch drei andere, die können wir uns jetzt auch nochmal anschauen. Schlundratte, eine hatte ich euch ja schon gezeigt, das ist die hier mit den gelben Augen. Die hat man von Ruf gekriegt, der ist ja hier auch gleich in der Nähe, das ist hier das Reittier von Iska. Und die anderen drei Schlundratte, die gab es dann noch aus Torghast. Einmal beim Spießrutenlauf Layer 4, dann einmal, wenn man alle marklosen 16er hat und dann, wenn man einmal ein bisschen Glück hat, bei Ebene 13 plus. Das hat man quasi hier eine mit lilanen Augen, dann mit gelben Augen und gelber Rüstung. Und das ist eigentlich die coolste, muss ich sagen, mit den roten Augen und hier so ein bisschen in gräulich-schwarz. Die muss ich mir noch holen, aber da muss ich dann einmal noch nach Torghast rein. Da werde ich euch dann aber auch nochmal ein paar kleine Videos zu basteln. Gut, damit wären wir dann tatsächlich durch mit dem kleinen Mount Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Bis zum nächsten Mal, euer Chilla. Ciao.